Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Und zwar gibt es ganz viele Gerüchte, dass morgen Abend schon, beziehungsweise morgen im Laufe des Tages, der Teaser kommen soll für das neue Modern Warfare, was ja voraussichtlich laut Charlie Intel nicht Modern Warfare 4, sondern Modern Warfare heißen wird, was für mich erstmal nicht so geil klingt, dazu werde ich aber gleich noch was sagen. Also Freunde, deswegen habe ich mir was Besonderes überlegt und zwar das hier. Wir zocken heute eine Runde Modern Warfare 3 live. Im Übrigen gönne ich mir hier gerade den Level-Up-Geschmack Blue Crush. Wer mit Code Scorpion 5% über Level-Up sparen möchte, kann es gerne machen. Links in der Videobeschreibung. Wer von euch noch nicht den Code Scorpion eingetragen hat für Level-Up, einfach ehrenlos, muss man an der Stelle ganz klar sagen, Freunde. Ich trinke jetzt einen Schluck und dann zocken wir eine Runde. Let's go. Leute, ich suche jetzt einfach schon seit ungefähr 10 Minuten eine Lobby. Okay, gut, ich muss auch dazu sagen, es ist gerade 9.30 Uhr morgens. Aber trotzdem muss doch jemand ein 8 Jahre altes Spiel spielen, oder? Oder nicht? Boah, wisst ihr das noch, wie geil das war, wer von euch es gespielt hat? Ey, diese ganzen Embleme und so. Man, da hat es noch richtig Spaß gemacht. Guck mal, es ist so einfach mit den Emblemen. Und damals hat es aber noch viel mehr Spaß gemacht. Ich hatte früher zum Beispiel immer dieses Highlander drin. Das habe ich im letzten MW3-Video gesehen. Und es gibt hier so geile, guck mal, man braucht gar nicht mehr. Und hier, wenn man die ganzen Sachen freigespielt hat, zum Beispiel hier irgendwie 1000 Kills mit Kampfhubschrauber oder Predator, dann kriegt man diese goldenen Abzeichen, die sind so geil, Alter. Das wird mir schon reichen, mehr will ich gar nicht. Och nee, ist einer rausgeflogen. Ey, wirklich, ich bin jetzt in dieser Lobby schon so lange. Digga, angeblich sind 32.000 Leute. Yo, das ist alles so ein Bug, Leute. Da, guck mal, da unten 226.000 Leute sind angeblich online. Und davon angeblich 32.000 der TDM-Playlist. Alles klar, Digga. One eternity later. So, Leute, eine halbe Stunde und zwei Router-Resets später, damit ich jetzt Nat-Typ offen habe, habe ich hier eine Lobby gefunden. Abschuss bestätigt auf der Map Hardkopf. Auf Hardhead, Freunde. Ich glaube, Hardhead ist so eine Map, da kann man die MP7 ruhig mal auspacken. Freunde, und MP7, ACR etc. soll ja auch vielleicht alles wiederkommen im neuen Call of Duty. Also, ich bin auf jeden Fall dafür. So, was für eine Empfindlichkeit habe ich eigentlich damals gespielt? Drei. So, Freunde. Oh, wir haben schon mal hier ein paar Jungs mit tragbaren Radaren. Und hier ist schon auf jeden Fall ein Typ, der hier wartet, von mir jetzt abgeknallt zu werden. Okay, gehen wir direkt. Komm, wir gehen direkt. Der guckt nicht mal in Richtung. Oh, warte. Erstmal Aim wiederfinden. Na, okay, die Nate holt ihn sowieso. Okay, holt ihn nicht. Okay, erstmal da Dingens hin. Okay. So, wir haben jetzt eigentlich schon fast eine Drohne. Guck mal, wir haben echt diese drei tragbaren Radare gut platziert. Und wir haben sogar 5 Gegner, Freunde. Also, wenn das mal nicht der schönste Tag meines Lebens ist. Wie gesagt, ich habe das Spiel so lange nicht. Wahrscheinlich, wie gesagt, ich hab's noch nicht einmal gesagt. Hier, moin. So. Alter, ich pre-aime ja mal ganz weit nach oben. Alter, what the hell. Nice. Attentäter. Passt gar nicht zu mir. Steht mir gar nicht. Spaß. Schnell ziehen und so brauchen wir auf jeden Fall. Wir gehen auf jeden Fall mal kurz hier gucken. Okay, rechts von mir ist einer. Ich habe ihn so laut gehört. Jo, danke. Das Problem ist, er könnte jetzt wieder hier spawnen. Das weiß ich noch. Das war immer ganz, ganz wild auf dieser Map. Alter, Leute, ich sehe so gut wie gar nichts auf meinem... Sei mal kurz ruhig. Halt mal kurz die Fresse, Leute, jetzt. In meinem Zimmer ist es so hell, Leute. Ich schwöre euch, ich sehe nichts auf dem Monitor. Naja. Oh, ja, das brauchen wir auf jeden Fall nicht im neuen COD. Also, Leute, ohne Spaß jetzt, ne? Jetzt mal ohne Spaß. Ich mache oft Spaß, aber jetzt mal völlig ernst bei der Sache, Leute. Das C4 wird aber sowas von Kill machen. 3, 2, 1, 2, 1, whoop. Was habe ich gesagt? Leute, ich bin so hyped drauf. Ich hoffe so sehr, dass der Teaser jetzt online kommt morgen und ich dann darauf reacten kann, weil, Leute... Der Benji-Boy meint es aber ernst hier, ne? Der hat es aber mal richtig ernst gemeint. Hä? Oh, PP90-1 ist so lächerlich. Jetzt noch drüber aufregen, so gut, ne? Nicht Spaß, aber das Spiel hat einfach so viel geprägt damals. Und ich hoffe einfach, dass mal wieder ein geiles... Einfach mal... Ich glaube, ich muss es nicht sagen. Ich muss es nicht hier... Du wusstest aber sehr früh, dass ich hier komme. Der wusste aber sehr früh, dass ich hier komme. Whoop. Ja! Nautica, dich nehme ich auch mal mit. Schöner Scuff-Jump zur Seite hier. Ohne Witz, COD spielen ist wirklich wie Fahrradfahren. Man verlernt das einfach nicht. Man kann es nicht verlernen. Es geht nicht. Man kann es einfach nicht verlernen. Oh ja, Mann, die C4-Winkel funktionieren auch immer noch. Hier kommt auch noch einer. Ah, wo bist du? Wo bist du, Digga? Ich weiß, du kommst. Wo bist du, Digga? Aber nicht warten. Nicht hacken, bitte. Okay. Attentäter. Okay, gucken wir mal, ob hier einer... Boah, Alter, der Typ weiß... Wisst ihr, die letzten Wochen ist mir einfach aufgefallen, ich habe einfach extrem Bock auf Call of Duty Videos, aber es ist einfach fake, wenn ich mehr Fortnite spiele. Das war so die letzten Wochen mein Problem. Aber jetzt gerade ist... Alter, das sind ja die... Oh, das ist ein Ehrenmann. Ehrenmann-Alert. Ach, was? Wo? Okay, Digga. Also entweder der hat ein tragbares Radar oder der wusste, dass ich da komme. Ich glaube, hier durchgehen ist doch wahrscheinlich reiner Selbstmord. Oh, da ist noch einer. Oh, ich hab's... Wie konnte er mich nicht holen? Wenn die diese Zweitwaffe nochmal bringen, dann wird der Shitstorm so explodieren. Das ist die beste Waffe im Spiel. Es ist einfach...
Alter, was ist das für ein ehrenloses Gegnerteam? Ich mein's ernst, Digga. Okay, ich muss Dingen spielen gegen die. Ich muss ACR spielen, sonst kriegt man die da nicht weg. Da ist gerade draußen, ist gerade irgendwas ganz, ganz Schweres umgefallen. Und du bist tot, egal was du machst. So, das war mir wichtig. Egal, dass ich jetzt gestorben bin, der Typ musste... Alter, das sind ja... Ey, das ist wirklich ein Ehrenmann-Team, das gibt's ja... Danke für den Spawn. Oh, nice. Alter, Leute, was ist das für eine ehrenlose Lobby? Ich mein's ernst. Boah, Alter, wie ich den da durchgeholt habe. Ganz ehrlich, Hardhead, nicht meine Favorite-Map, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da gibt's geilere, muss nicht unbedingt wiederkommen für mich, also ist meine Meinung. Es gibt andere Maps, die ich auf jeden Fall wieder haben will, aber Hardhead ist jetzt nicht eine davon. Oh, aua, aua. Aua, oh, ich bin so tot. Boah, Ehre genommen, Digga. Oh nein. Nein, 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 du siehst mich nicht, Digga. Ich bin unsichtbar. So, wir machen kurz ehrenlos. Wir machen kurz richtig ehrenlos. Ja, da kommt einer. Ja. Wir müssen ja irgendwie auch die Moab bekommen. Spaß. Das ist das, was ich am allermeisten für das neue Call of Duty haben will. Specialist-Bonus. Das ist so ein geiles Gefühl gerade. Man hat einfach alles, was man braucht. Guckt euch das an, wie schnell der tot war, weil man auch die ganzen... Oh, warte, hier ist einer gespawnt, glaube ich. Nein, hör auf. Danke. Nein! Nein, er hat mich mit Javelin geholt. Er hat mich mit Javelin geholt. No way. Wisst ihr, was es ist, Leute? Mit der Javelin markierst du einen Ort auf der Map. Da schießt du dann eine Rakete hin. Die Chance davon geholt zu werden, das ist so gut wie unmöglich. Komm her, Digga. Hallo. Ey, Leute, es macht gerade so Spaß, diese Runde zu spielen, ne? Bitte, bitte, macht ein gutes COD. Bitte, mehr will ich doch nicht. Oh, okay, das war unmöglich. Ey, Leute, ich habe so Spaß gerade. Sogar, wenn ich von der Striker zerstört werde. Wie stehen wir? 26-11. Nice, Digga. Früher habe ich immer Spezialistenbonus gehabt und wusste nicht, dass es Stalker gibt. Das war, bevor BO2 draußen war. Also, bevor man Schaft kannte. Dachte ich mir, boah, was ist eigentlich... Warum bin ich so geil schnell mit Specialist? Dann habe ich gecheckt, ah... Oh, du Ehrenmann. Ich sag Ehrenmann echt zu oft. Ohne Modern Warfare-Teile wäre diese Reihe Call of Duty nicht mal ansatzweise so weit gekommen. MW1 war so eine krasse Sache. Aber jetzt mal zum Namen, Leute. Das, wenn das neue Spiel jetzt wirklich Modern Warfare heißen will, was halt die Gerüchte sind, wie komisch wäre das? Ey, Modern Warfare Remastered kam doch jetzt erst raus und das heißt einfach wieder genauso quasi. Das muss doch nicht sein, Alter. Ich finde das nicht so geil. Einfach Modern Warfare 4 hätte mir so viel besser gefallen. Ja, 34 Kills geht, glaube ich, klar. Ich glaube, ein Ründchen geht aber noch. Ich habe so Bock auf eine PP90 M1-Klasse. Man muss immer Aufsätze nehmen, das ist eine ganz wichtige Regel, weil... Herbsttarnung ist die Tryharder-Tarnung, im Übrigen wegen Isle of Cookies. Weil du hast quasi, wenn du den Spezialistenbonus bekommst, bekommst du ja alle Waffenfähigkeiten, also quasi diese hier sowieso. Und die einzige, die du halt nicht bekommen kannst, ist Aufsätze. Deswegen muss man Aufsätze jetzt anfangen. Bitte, Leute, gebt euch, wie unbesiegbar diese Waffe hier im Nahkampf ist. Ich habe nicht mal Schnellfeuer drauf. Im Übrigen, früher... hat man diese Hühner immer erschossen und hat sich dann lustig gefunden. Heutzutage würde ich das aus tierschutzrechtlichen Gründen nicht mehr machen. Kappa. Boah, Alter, sogar aus dieser... Boah, okay, komm. Alter, man kriegt 400 Punkte pro Kill, Alter. Wie geil fühlt sich das an, Mann. Okay, die Lobby spielt sich jetzt nicht einfach gerade, muss man sagen. Wo bist du gespawnt, Junge? Wo bist du gespawnt? Hauptsache, ich spiele direkt schon wieder so, als ob ich auf Moab gehen will, Alter. Mann, ich kann nicht aufhören zu tryharden in Call of Duty. Andere würden jetzt einfach reingehen fürs Video und sagen, scheiß drauf auf die Streak oder so. Ich sweat hier um meine Mutters Ehre, Alter. Hier sind auf jeden Fall welche drin. 1, 2, 3. Was habe ich gesagt? Oh, da vorne wird's ehrenlos. Ich habe das Wort ehrenlos, by the way, noch nicht mal... Hinter mir ist einer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hab ich ihm gegeben. Nein. Okay, der Typ wartet auf mich. Der kommt jetzt hier raus. Okay, jetzt hier lang. Okay, Leute. Nein, gib mir doch beide. Oh mein Gott. Hör auf, Digga. Boah, ich sweate so. Nein. Oh mein Gott, Alter. Da liegt einfach einer. Jetzt müssen wir kurz MP9 ein bisschen snipen damit, Kappa. Das Ding ist, wir müssen so aufpassen. Nein, ich wusste es. Oh mein Gott, nein, Alter. Boah, die Streak hat schon wieder so Spaß gemacht, ey. Mann, oh Mann, freue ich mich aufs nächste COD. Bitte macht es einfach so ähnlich. Whoop. Hehe.
Oh mein Gott, wenn ich den auch noch hole. Oh mein Gott. Nein, hinter mir. Ich habe letztes Gefecht. Nein, die Nate wird mich holen. Nein. Oh Mann. Ist einer drin mit Shotgun wahrscheinlich, oder? Der kriegt ein Knife. Boah, Leute, das hat mir so unnormal viel Spaß gemacht heute, Alter. Ich hoffe, dass hier einfach der Reveal jetzt bald kommt. Richtig, richtig geil, Freunde. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like, da würde ich mich drüber freuen. Abonniert mich für mehr Gaming-Content. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute.